So, da bin ich gerade nach Hause gekommen, habe mich eigentlich darauf vorbereitet, dass ich mir endlich mal den Trailer zu The Batman angucken kann. Den zweiten Trailer. Und dann ploppt auf einmal eine Nachricht bei Filmstarts auf Instagram auf. Und ich lese, dass der Trailer zu Uncharted, dem Film, jetzt da ist. Und ich muss mir ihn unbedingt jetzt reinziehen. Ich bin da echt total heiß drauf. Weil das ein Film ist, wo ich irgendwie schon relativ am Anfang gesagt habe, ich habe da ein echt gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Das kann halt echt geil werden. Es gab Probleme bzw. Kritiken daran, dass Tom Holland einfach zu jung ist, um Nathan Drake zu spielen. Ja, bin ich auch der Meinung. Eine große Fantheorie ist ja gewesen, dass der Film irgendwie die Vorgeschichte zu den Spielen darstellen soll. Das glaube ich aber nicht, weil dann müssten ja die Leute, die den Film mögen und den Film gesehen haben, die Spiele spielen, um das Ganze zu Ende erzählt zu bekommen. Das glaube ich irgendwie nicht. Die werden sich hier schon irgendwie an den Spielen orientieren. Ist jetzt eben nur die Frage, ob sie es machen werden wie bei Resident Evil und ob sie versuchen werden, wirklich den Spielen nahe zu kommen oder ob sie sagen, wir machen das wie bei Prince of Persia und machen unsere eigene Interpretation von der ganzen Sache. Wir schauen da jetzt auf jeden Fall sofort mal rein und ich bin echt verdammt gespannt, was dahinter steckt. Es gibt Orte, die findet man auf keiner Karte. Oh Gott, die Musik. Sie sind nicht verschwunden. Nur vergessen. Dann zeigt mir jetzt mal hey, was. Anna, ein bisschen jung für einen Barkeeper, oder? Ein bisschen alt für einen Abschlussball, oder? Von allem, was es hier gibt, warum die Karte? Auf dieser Route hat Ferdinand Magellan die Welt umsegelt. Kennst dich aus mit Geschichte? Das ist der größte Schatz, der nie gefunden wurde. 5 Milliarden locker. Okay. Du bist wegen deines Bruders hier. Sie kennen deinen Bruder, Sam? Den Ring habe ich übrigens auch irgendwo hier. Wenn wir das Gold finden, finden wir auch ihn. Und sehr cool, dass sie Sam schon einbauen. Wer zum Teufel ist das denn? Ich bin Freund von Sully. Sully hat keine Freunde, ich muss es wissen, ich bin einer davon. Sie sind ein Sammler. Eher amateurhaft. Ich bin kein Amateur. Meine Familie sucht schon sehr lange nach dem Schatz. So viel Blut. Also die Locations sehen auf jeden Fall 1:1 aus wie von Uncharted. Ich bin ziemlich sicher, dass er mir gerade gedroht hat, mich zu töten. Fass dir nicht so ans Ohr, du siehst wie ein Idiot aus. Du hast keine Ahnung, wer dein Partner ist. Ich träume schon davon, seit ich ein Kind war. Mein Bruder Sam hat einen letzten Hinweis hinterlassen. Uff. Sie nehmen die Szene aus dem dritten Teil, echt? Boah, wie geil. Das ist halt reiner Fanservice, aber da geht mir voll das Herz auf, gerade wenn ich das sehe. Und das sieht einfach echt gut aus. Das sieht doch gut aus, komm. Hunden pinkeln wollen, aber das Bein nicht hochkriegen. Jetzt kriegst du eine schottische Abreibung. Was? Das habe ich mir aber auch gerade gedacht. Oh, verdammt. Oh Gott. Das sieht ja extrem gut aus. Jetzt wirklich mal ohne Scheiß. Ich habe noch über Resident Evil letztens rumgemeckert, dass das mir überhaupt nicht gefallen hat. Das hier jetzt gefällt mir, das sieht doch echt gut aus. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Vor allem, ich muss halt wirklich auch sagen, dass Tom Holland verhält sich nicht wirklich wie Nathan Drake. Er versucht's, aber es kommt nicht so rüber. Er verhält sich eben mehr wieder wie Spider-Man in Marvel. Und Mark Wahlberg verhält sich jetzt auch nicht unbedingt wie Sully. Die beiden erkenne ich dann nicht unbedingt drin wieder, aber ist hier einfach mal drauf geschissen. Das ist halt eine neue Interpretation von dem Ganzen. Und dass sie jetzt einfach wirklich auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Sie suchen jetzt nicht einfach nur ein bestimmtes Artefakt oder eben einen Schatz, sondern sie sind auf der Suche danach, um Drakes Bruder zu finden, also um Nathans Bruder wiederzufinden. Und Sam wurde in den Spielen ja erst im vierten Spiel, glaube ich, eingebaut. Ne? Der kam erst im letzten Teil, glaube ich, vor. So aus dem Nichts auf einmal, oh, er hat einen Bruder. Und hier vermischen sie jetzt tatsächlich anscheinend alle vier Teile. Zumindest, ich habe von ja, Teil 1 und Teil 2 sieht man da einige Sachen. Und auch die Insel von Teil 4. Sie vermischen hier anscheinend wirklich so ein, zwei Sachen. Und packen eine neue Geschichte mit rein, dass sie eben nach Nathans Bruder Sam suchen. Und das finde ich cool. Ich weiß nicht, ob sie auch geplant haben, da überhaupt mehr Teile draus zu machen. Weil so wie ich das jetzt gesehen habe, haben sie hier doch relativ viel aus der Gesamtstory irgendwie der Spiele in einen Film reingepackt. Das ist auf jeden Fall nicht die Vorgeschichte zu den Spielen.
weil auch die Szene mit dem Flugzeug, das hier zum Beispiel, ist ja eigentlich aus dem dritten Spiel. Nahezu 1:1 sogar. Das ist echt geil. Ach, da geht mir doch echt das Herz jetzt auf. Und ich sag's immer wieder, das ist für mich so ein Beispiel, warum ich auch immer Warcraft als gute Videospielverfilmung hinstelle. Weil Warcraft einfach funktioniert für die Leute, die die Spiele nicht kennen, so wie mich. Aber auch für die Leute eben, die Spiele gespielt haben. Und das wird hier genauso sein. Also der Trailer funktioniert für mich sehr gut und ich liebe die Spiele. Und das ist ja immer eine Gefahr, wenn man irgendwie so ein Fanboy-Gehabe hat, so ein Fanboy von irgendwas ist, dass man dann schnell mal Kritiken dabei sieht. Ja, also auch wie sie sich irgendwie kennenlernen, das ist nicht wirklich Drake und Nathan und Sully. Ich sehe das irgendwie nicht in den beiden. Ist halt echt schade, auch dass dann Mark Wahlberg halt wieder so komplett glatt rasiert ist. Er hätte halt wenigstens einfach mal einen Bart gehabt. Das ist ein bisschen schade. Es gab mal ein Bild von den beiden, wo man davon ausgegangen ist, da haben sie nebeneinander gestanden, Mark Wahlberg und Tom Holland, und da hat man gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Behind-the-Scenes-Bild, wo die beiden gerade auf dem Weg zum Set sind, und dann kam später raus, nee, das ist ein Bild aus dem Film. Und da haben sich auch schon viele beschwert, dass das sieht nicht aus wie Nathan Drake und Sully, das sieht einfach aus wie Tom Holland und Mark Wahlberg, und ich finde genau, das ist auch hier so. Okay, aber trotz allem ist es vollkommen in Ordnung und solide, und ich glaube, das wird was. Den Ring habe ich auch. Da, den. Habe ich mir mal irgendwann bestellt gehabt. Ja, auch hier so die Klamotten und so, das passt ja alles schon. So optisch passt das ja irgendwie auch schon ganz gut zusammen, aber er verhält sich halt nicht wie Drake. Wir schauen da jetzt gerade nochmal komplett einfach durch. Ich fand das gut. So die dezente Musik im Hintergrund. Er ist auf jeden Fall aber schon ein Schatzjäger anscheinend in dem Alter. Auch ohne Sully. Ja, und die beiden gehen auch anders miteinander um als in den Spielen. Das ist mehr so. Drake in den Spielen ist einfach mehr so ein Idiot, aber halt so ein liebenswürdiger Charakter. Und Sully ist dann mehr so der. Na, Stimme der Vernunft würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Der reitet ihn ja eigentlich auch erst in diese ganze Sache mit rein. In dieses Schatzjäger-Abenteuer-Ding. Aber die verhalten sich ja schon anders. Was aber in Ordnung ist, weil die beiden sich auch eben erst kennenlernen jetzt hier. Das passt irgendwie dann doch schon ganz gut zusammen. Und hier bitte einfach, die Sets sehen doch echt geil aus. Und das ist mir eben auch schon aufgefallen, dass gerade die Umgebung in dem Film, er sieht einfach echt verdammt gut aus. Und da hat er jetzt wirklich auch, ich meine, Indiana Jones ist und bleibt immer Kult und da wird es auch nicht rankommen. Aber Indiana Jones wird jetzt langsam Konkurrenz bekommen. Wenn das hier gut anläuft, wenn das wirklich funktioniert, dann kann das schon wirklich was werden. Dann kann das wirklich, vielleicht wird sogar die erste Videospielverfilmung, wo einfach jeder sagt, wie unfassbar geil das ist, weil es mir echt saugut gefällt. Es ist vor allem auch so geerdet und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie passt es einfach komplett. Es ist. Das passt dann schon eher zu Sully und Nathan. Aber wer hier komplett fehlt, ist Helena, oder? Das fehlt mir jetzt gerade erst. Ah gut, okay, Helena lernt er auch erst kennen, als er erwachsen ist. Okay, das macht also auch Sinn. Ich dachte aber, sie wäre gecastet gewesen. Na gut.
ein Kind war. Mein Bruder Sam hat einen letzten Hinweis hinterlassen. Ja, das ist immer noch. Das ist einfach so. Das ist, ach, herrlich. Und sie gehen vor allem auch auf die Rätsel ein, glaube ich, ne? Da war vorhin ein Rätsel gewesen, ganz kurz. Das ist halt eine komplett eigene Interpretation von dem Ganzen, aber ich finde sie halt echt gut und vor allem sau interessant. Und ich frage mich, ob sie... Ich will es jetzt hier nicht spoilern, für die Leute, die die Spiele vielleicht noch nicht gezockt haben oder eben, ja, den Film noch nicht gesehen haben, das können sie noch nicht gesehen haben. Uncharted 1 endet für mich zum Beispiel mit einer riesen Überraschung. Das habe ich auf gar keinen Fall kommen sehen, dass der Film diesen Schritt eben geht. Und ich frage mich, ob der Film das Gleiche machen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine ganze Reihe davon geplant ist, was kommen wird, wenn der jetzt hier erfolgreich ist, wird man diese Elemente, von denen ich jetzt spreche, die in den Spielen auftauchen, auch in die Filme umsetzen. Ja, Stichwort Uncharted 2, da passieren dann ja auch Sachen, die so ein bisschen aus der Rolle fallen. Und ich bin begeistert von dem Trailer. Habe ich jetzt so auch nicht gedacht. Ich dachte mir schon, dass es ganz gut wird. Ich muss immer noch überzeugt werden von der Dynamik zwischen Tom Holland und Mark Wahlberg. Aber ansonsten sieht das doch schon echt gut aus. Bin ich der Meinung. So, dann gab es nämlich heute mal kein Rumgenörgel. Heute war ich mal positiv gestimmt. Und ich denke mal, dass das auch großteils ganz gut ankommen wird, das ganze Ding hier. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet und vor allem, was ihr über die Dynamik denkt von Tom Holland und Mark Wahlberg. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, warum ich den zweiten Trailer zu Resident Evil Welcome to Raccoon City so super fand, dann klickt ihr mal einfach hier oben auf das Video. Wenn ihr allerdings sagt, nö, ich will lieber wissen, warum du den ersten Trailer so beschissen gefunden hast, dann klickt ihr einfach hier unten auf das Video. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.